Ja, meine Freunde, ich bin jetzt hier gerade angekommen in Tokio und wurde direkt von... Hi, konnichiwa! Von netten japanischen Fernsehteam interviewt über was ich hier machen werde. Und war sehr spannend, aber ich weiß noch nicht, wann es online geht. Vielleicht finde ich es irgendwann nochmal und dann bedanke ich mich. Vielen Dank für das nette Gespräch. Arigatou gozaimasu, bye! Bye, bye! Auf der Suche nach günstigem Bier. Das Einzige, was wir bisher gefunden haben,
war 8 Euro, 8 Euro, ne? Für den Tisch und dann nochmal mindestens 4 Euro für die Getränke. Nein, 4 Euro für den Tisch. Pro Person Euro wahrscheinlich. Ja, 4 Euro. 4 Euro. Ja. Und da hinten? Teuer. Da hinten war eine Bar, da war das Draft Bier 600 Yen. Das sind ungefähr 4 Euro und 80 Cent. Jetzt wissen wir nicht, was wir machen sollen. Und also ist es auch nicht wirklich erlaubt, hast du schon erklärt, auf der Straße zu trinken. Ist legally erlaubt, aber echt nicht von der Bevölkerung. Aber wir haben uns eh vorgenommen, die Abfahrt ein bisschen asozialer zu machen. Und deswegen müssen wir damit anfangen. Aber vielleicht nicht am ersten Tag. Wir sind schon über Route Apfel gegangen, sind über Wege gegangen, die keine Wege waren. Und ich bin gerade geneigt, mein Stück Holz hier fallen zu lassen. Was für die Leute? Da vorne ist ein Mülleimer. Oder? Das rosane mit dem rosanen Becken. Wow. Naja, auf jeden Fall sind wir weiterhin jetzt noch auf der Suche nach Bier. Oder was anderem. Also macht's gut, ne?